Hallo und herzlich willkommen zur ersten Online-Veranstaltung im Rahmen der Ausstellung Trügerische Bilder, ein Spiel mit Malerei und Fotografie. Wir freuen uns sehr über Ihr großes Interesse und dass sich so viele Leute heute dazu entschieden haben, den Abend mit uns zu verbringen, um den trügerischen Aspekten von Nachrichtenbildern auf den Grund zu gehen. Mein Name ist Wiebke Hahn. Ich freue mich heute, Sie durch den Abend zu leiten. Ich bin Kuratorin und habe gemeinsam mit meiner Kollegin Ann-Christine Kreisel die Ausstellung konzipiert. Im Kontext der Ausstellung wollen wir uns heute gerne mit dem Wesen von Nachrichtenbildern befassen und insbesondere eben mit ihrer vielfältigen Bedeutungsdimension. Und im Prinzip ja, ist es so wie eben in der Ausstellung auch, dass man immer eingeladen ist, sich alle Bilder genau anzuschauen. Und ja, wirklich auf den Grund zu gehen, was ist eigentlich die Bilderzählung bzw. die Handlung. Und ja, Bilder spielen einen großen Stellenwert in unserer Gesellschaft, vor allem in unserer Kommunikation sind sie immer wichtiger geworden. Sie ersetzen zum Teil Text und Bild, weshalb es eigentlich immer wichtiger ist, eine bestimmte Medienkompetenz zu haben bzw. das Know-how, Bilder zu lesen und ihren Nachrichtenwert zu ermitteln. Und ja, wir freuen uns ganz besonders, dass wir einen so wunderbaren und kenntnisreichen Gast gewinnen konnten für dieses erste Thema. Herzlich willkommen, Theresia Enzensberger. Dankeschön. Danke für die Einladung. Und bevor wir ins Thema einsteigen, würde ich kurz noch ein paar technische Hinweise geben ins Publikum. Und zwar, wir befinden uns in einem Webinar, weshalb Sie als Publikum nicht mit dem Bildschirm zu sehen sind, für alle, die sich gerade noch wundern. Natürlich können Sie trotzdem am Gespräch teilnehmen. Wir würden uns sogar sehr, sehr darüber freuen, was dann im Anschluss an Theresias Vortrag folgen wird. Wir würden Sie bitten, dafür nicht den Chat zu bedienen, sondern das Feld Fragen und Antworten bzw. Q&A. Und das finden Sie in der unteren Leiste, neben den Participants und dem Chat dazwischen quasi. Einfach aufklappen, die Frage reinschreiben, schreiben, abschicken und dann landet die bei mir. Und ich gebe die dann gerne an Theresia weiter im Anschluss an ihren Vortrag. Und bevor wir auch schon mit deinem Vortrag starten, würde ich vielleicht noch ein paar Worte über die Ausstellung verlieren. Und zwar hat sie ja im Oktober letztes Jahr geöffnet. Und wir waren total froh. Es war noch kurz vor dem Lockdown, 4 Tage vorher. Allerdings gehe ich nicht davon aus, dass viele von Ihnen die Ausstellung innerhalb dieser 4 Tage besuchen konnten, weshalb ich einmal einen ganz kurzen Einblick geben würde, einfach um thematisch den Vortrag ein bisschen einzuordnen. Ich teile einmal meinen Screen mit Ihnen, damit Sie ein paar Bilder sehen können. So. Die Ausstellung zeigt trügerische Bilder, ein Spiel mit Malerei und Fotografie, zeigt größere Werkgruppen von insgesamt 7 KünstlerInnen und Künstlern. Und hier auf der Folie sehen Sie, glaube ich, aktuell gerade die wichtigste Info wahrscheinlich. Die Ausstellung wird verlängert. Wir wissen aktuell noch nicht, wie lange sie laufen wird, aber dafür am besten regelmäßig auf die Website vom MATA schauen oder aber einem auf den digitalen Kanälen folgen. Da ist man eigentlich immer am besten informiert. Wie gesagt, 7 KünstlerInnen, die alle im Grenzbereich von Fotografie und Malerei arbeiten und mit bildgebenden Verfahren, die die Lesbarkeit der Bilder zunächst unterlaufen und zwar durch ganz unterschiedliche ästhetische Strategien, die Ausstellung aufzeigt. Die Ausstellung lehrt die Besucher wirklich ein, genau hinzuschauen, weil oftmals die ersten Eindrücke verworfen werden, wenn man sich die Bilder dann doch genau anschaut, vor allem was eben die Medialität angeht, aber auch die Bilderzählung. Hier sehen wir zum Beispiel Arbeiten von Tacita Dean, die riesige landschaftliche Bühnenräume schafft und dort unterschiedliche Erzählungen zusammenbringt, die wir zum Teil aus der Geschichte kennen, aus der Literatur und dann wieder zu ganz neuen Handlungen im Prinzip zusammenbringt. Allerdings nochmal fast ja passender zu unserem Thema, könnte man sagen, sind die beiden Künstler Radenko Milak und James White, denn beide transferieren ausgewählte Fotografien. Bei Milak sind es Nachrichtenbilder. Milak sieht man auf der linken Hälfte des Bildes und zur rechten James White, der sich auf selbst aufgenommene Handyfotos fokussiert. Und beide transferieren sie eben in die Malerei und verwandeln die Bilder in Allegorien, die wir zunächst einmal erstmal deuten müssen. Und von weitem betrachten täuschen die Arbeiten vor, Fotografien zu sein. Und erst wenn man näher herantritt, wird im Prinzip der Malstrich sichtbar.
Und diese künstlerische Handschrift vermittelt ja eine gewisse Gestaltungsabsicht. Doch zugleich bringt eben diese fotografische Oberfläche, die man ja vorerst zunächst vermutet hat, eine Vorstellung von einer vermittelten Realität, also von einem direkten Lebensbezug ins Spiel. Und so ist es im Prinzip so, dass beide Künstler vermeintlich Bekanntes erstmal fremd erscheinen lassen. Ups, Entschuldigung, jetzt switcht so. Zunächst Bekanntes fremd erscheinen lassen, indem sie quasi die Bilder von innen heraus dekonstruieren. Ups. Im Prinzip ist es so, dass uns Dirk Bragmann aufzeigt in der Ausstellung, dass allerdings die Fotografie die erzählerischen Strategien der Malerei genauso übernehmen kann. Und zwar auf dieser riesigen Wandtapete von ihm wechselt er zwischen sehr diffusen und dann wieder konkreten Darstellungsweisen. Und ihre sehr samtlich erscheinende Oberfläche, wie man vielleicht jetzt sogar hier schon selbst auf dieser digitalen Oberfläche vermuten kann, ist der Materialität eines gemalten Bildes nachempfunden, sodass auch hier erstmal überhaupt nicht klar ist, was sieht man eigentlich, Malerei oder Fotografie. Und das Bild ist in der Dunkelkammer komplett entstanden, indem er und die Bilder bearbeitet hat mit dicken Pinseln, mit Taschenlampen, er hat Negative übereinander gelegt und so eben ganz neue Werke konzipiert. Die Künstlerin Kelly Richardson zeigt uns aber schlussendlich in ihren Filmen, dass spätestens seit den Möglichkeiten der Nachbearbeitung am Computer die Fotografie eben diesen grenzenlosen Gestaltungsmöglichkeiten der bildenden Künste in nichts mehr nachsteht. Und die am Computer von ihr animierte Landschaft, von ihr simuliert Bildstrategien der Landschaftsmalerei der Romantik und wird für uns zu einer Projektionsfläche für unsere eigenen Gedanken und unsere Fantasie. Und so ist es im Prinzip, dass eben in der Ausstellung ja offenbart wird, dass Fotografie und Malerei beides Prozesse des Zeichenmachens sind, weshalb eben Begriffe wie Autorenschaft, aber auch Subjektivität eine große Rolle spielen. Und bei Nachrichtenbildern verhält es sich ja damit manchmal anders, eben weil sie meist in medialen Erzählungen kontextualisiert werden. Also wir sie einfach nochmal anders wahrnehmen, natürlich als ein Bild in einer Ausstellung. Und auf der einen Seite dienen sie ja dabei auch immer der Schärfung bedeutungstragender Aussagen, aber gleichzeitig stehen sie ja auch oft alleine da, eben vor allem dann, wenn sie losgelöst werden von diesen Kontexten der Zeitschrift beziehungsweise in ganz neue Kontexte gesetzt werden, gerade zum Beispiel, wenn man ihnen in sozialen Netzwerken begegnet. Und so fragt man sich eben, also so haben wir uns vor allem in der Ausstellungsplanung gefragt, wie begegnet man heute im Zeitalter dieser digitalen Bilderflut noch dem Medium der Fotografie und wie ermittelt man tatsächlich ihren Nachrichtenwert und ihre erzählerische Struktur, wenn sie im Kontext der Nachrichtenwelt gezeigt wird. Und wir freuen uns, wir haben mit Theresia wirklich eine Expertin hier heute zu Gast, was den kritischen Blick auf die Bilder der Nachrichtenwelt angeht. Theresia, du bist Autorin und Journalistin, hast Film und Filmwissenschaften am Bard College in New York studiert und schreibst unter anderem für die FAZ, die Zeit Online, aber auch die Neue Züricher Zeitung. 2017 ist dein erster Roman erschienen, Blaupause, im Hansa Verlag. Und in der Kunstwelt bist du wahrscheinlich am bekanntesten als Kolumnistin für die Zeitschrift Monopol, Magazin für Kunst und Leben. In der regelmäßig erscheinenden Kolumne Iconoclash, Theresia Enzensberger, über die Zeichen der Macht, widmest du dich ausgewählten Bildern der Nachrichtenwelt und untersuchst vor allem ihre markanten Bildelemente. Bevor wir uns auch mit deinem Vortrag befassen, hätten wir noch eine kurze Umfrage vorbereitet, um uns ein wenig einzustimmen auf das Thema. Die Umfrage wird jetzt hier eingeblendet und ich würde Sie einladen, einfach direkt die Antwort anzuklicken, die Ihnen richtig erscheint oder aus Ihrer Sicht Ihre Sicht widerspiegelt. Die spontanste Antwort ist wahrscheinlich eh immer die richtige. Die erste Frage wäre, nehmen Sie eine Nachricht ohne Bild als wichtige Meldung wahr? Ja, zumeist schon oder nein, eher nicht. Sprechen Sie Nachrichtenbildern eher eine informative oder eine ästhetische Funktion zu? Informativ oder ästhetisch? Nehmen Sie sich die Zeit, Nachrichtenbilder genau anzuschauen und aussagekräftige Details zu erschließen? A, ja, meistens schon oder nein, eher selten.
Wir werten dann die Umfrage im Anschluss an das Gespräch aus, am Schluss. Und wer es jetzt nicht geschafft hat und noch ein bisschen Zeit zum Nachdenken braucht, keine Sorge, Sie müssen das Fenster nicht schließen. Sie können es auch einfach erstmal verschieben und später beantworten. Und ja, Theresa, wir freuen uns auf deinen Vortrag und sind gespannt. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin sehr gespannt, was bei dieser Umfrage herauskommt. Genau. Ich, wie du schon gesagt hast, schreibe ich für Monopol eine monatliche Kolumne über eben die Ikonografie von Nachrichtenbildern. Und ich habe jetzt für diesen Vortrag hier eine kleine Einleitung geschrieben. Ich werde dann danach mal über verschiedene Bilder was erzählen und immer mal wieder aus diesen Kolumnen auch zitieren. Vielleicht sollte ich am Anfang jetzt noch sagen, es liegt in der Natur der Sache, dass Nachrichtenbilder manchmal gewalttätig sind. Also nur damit sie als Publikum gewarnt sind. Genau. Wir sind gespannt, was kommt. Ja. Ich fange mal meine Präsentation an. So. Jeden Tag, wenn wir auf unsere Displays schauen, unsere kleinen privaten Büchsen der Pandora öffnen, werden wir von Bildern überschwemmt. Ein großer Teil dieser Überschwemmung besteht aus Nachrichtenbildern, selbst wenn man sich nie auch nur auf die Webseite einer Zeitung verirrt. Ein eindrucksvolles Bild kann sich innerhalb von Sekunden aus seinem Kontext lösen und wird dann durch Kopieren, Teilen und Beschriften neu kontextualisiert. Was eben noch bei Reuters war, schwirrt jetzt bei Twitter und Instagram herum. Im Dezember 2016 zirkulierte im Internet ein Bild, das aussah wie ein Standbild aus einem Agenten-Thriller. Ein Mann in teuren Anzug, Hand an die Agenten senkt, einen Arm erhoben. Neben ihm liegt ein Toter. Vielleicht war es die Tatsache, dass die Szene sich in einer Galerie abspielte, aber als ich das Bild damals sah, konnte ich mich der ästhetischen Ebene nicht entziehen. Ich war nicht die Einzige. In einem kurzen Artikel verglich der Kunstkritiker Jerry Saltz es mit dem Schwur der Horatia von Jacques-Louis David. Das Attentat auf den russischen Botschafter, der Vorfall, der diesem Bild zugrunde lag, ist mittlerweile fast vergessen. Das Bild wurde zum Weltpressefoto des Jahres 2017 gekürt. Ich fing an, immer mehr Nachrichtenbilder mit kunsthistorischen Augen zu sehen, suchte nach Texten, die auf diesen Aspekt eingingen und fand wenige. Schließlich beschloss ich, selbst welche zu schreiben. Die Grenzen zwischen Fotojournalismus und Kunst waren schon immer fließend. Als Dorothea Lange 1936 die Wanderarbeiterin Florence Owens Thompson fotografierte, arbeitete sie im Auftrag der Farm Security Administration, einer Behörde, die von Roosevelt gegründet wurde. Sie arbeitete also mit dokumentarischem Anspruch. Trotzdem ging das Foto als eines der bekanntesten Beispiele des Social Realism in die Kunstgeschichte ein. Institutionen wie Magnum und Life Magazine läuteten im Amerika der Nachkriegszeit eine Phase ein, in der aufwendige und kunstvolle Fotostrecken in Magazinen zum journalistischen Alltag gehörten. Auch in Deutschland war man es als Medienkonsument bald gewöhnt, die eindrucksvolle Bebilderung von Magazintexten zu sehen. Heute gehen Bilder viral, so sagen es zumindest die Deutschen mit einem etwas ungelenken Anglizismus. Aber ikonische Nachrichtenbilder gibt es schon lange. Man denke nur an das Foto von Konrad Schumann, dem Soldaten, der als erster Grenzflüchtling von Ost-Berlin nach West-Berlin sprang. Oder an das berühmte Bild aus dem Vietnamkrieg, das von der westlichen Welt mit dem zynischen Titel Napalm Girl bedacht wurde und das ich Ihnen jetzt erspare. Die meisten kennen es wahrscheinlich sowieso. Als Susan Sontag 2002 in dem Essay Das Leiden anderer betrachten ihre Gedanken über die Fotografie auf den neuesten Stand brachte, quälten sich in Deutschland schon rund 28 Millionen Leute mit einem Internetmodem ab. Trotzdem war in der Medienwelt soweit noch alles an seinem Ort. Die Bilderflut wurde vom Fernsehen produziert, das Internet bestand hauptsächlich aus Text und Fotografien hatten dazugehörige Bildunterschriften. Sontag schreibt: Die doppelte Macht der Fotografie, Dokumente zu produzieren und Kunst zu erschaffen, hat einige bemerkenswerte Übertreibungen hervorgerufen im Hinblick darauf, was Fotografinnen tun oder lassen sollen. Heutzutage sind die meisten dieser Übertreibungen puritanisch. Fotografien, die Leid zeigen, sollen nicht schön sein,
und Bildunterschriften sollen nicht moralisieren. Aus dieser Perspektive entzieht eine schöne Fotografie dem ernüchternden Gegenstand Aufmerksamkeit und richtet sie auf das Medium selbst. Sie fordert den Betrachter dazu auf, ästhetisch auf sie zu schauen und kompromittiert damit den Status des Bildes als Dokument. Das Zusammenspiel von Text und Bild, das Sonntag hier beschreibt, geht von einer klassischen Prämisse aus. Der Gegenstand einer Fotografie wird mit Text beschrieben, die Bildunterschrift ordnet das Bild in einen Kontext ein und spielt eine nicht unbedeutende Rolle in seiner Verifizierung als Dokument. In seinem Film Catch Phrases, Catch Images von 1986 macht sich Harun Faruqi gemeinsam mit Willem Flusser über die Titelseite der Bild-Zeitung her. Während es den beiden sichtlich Spaß macht, die visuelle Seite des Sensationalismus bis ins Kleinste auseinanderzunehmen, weist Flusser auf eine Durchbrechung der traditionellen Ordnung hin. Das Bild stellt sich in die Funktion des Textes und der Text in die Funktion des Bildes und beide setzen einander in Schach, sagt Flusser. Dass es den beiden weniger um eine Interpretation der Fotografien selbst als um das Zusammenspiel von Überschriften und Fotomaterial geht, zeigt, wie etabliert die Beziehung von Text und Bild ist. Diese Ordnung ist durcheinander gekommen. In einer Zeit, in der Caption This eine weit verbreitete Aufforderung ist, in der Fotografien von allen produziert, konsumiert und weiterverbreitet werden können, machen sich Bilder schnell selbstständig. Laufend schafft das Internet neue ikonografische Pfade, indem es Fotografien ihrem ursprünglichen Kontext entreißt, sie auseinandernimmt, neu beschriftet oder kollagiert. Abi Warburg hätte seine Freude an diesem Bilderatlas gehabt. Ein gutes Beispiel für diese neue Rekontextualisierung ist vielleicht dieses Bild, das erst vor sehr kurzer Zeit aufgenommen wurde, nämlich beim sogenannten Sturm auf das Kapitol. Man könnte es auch einen Putschversuch nennen, am 6. Januar. Und das zeigt Anhänger von Trump im Kapitol eben. Und in den nächsten Tagen hat das Internet dann unter anderem daraus gemacht. Man sieht hier verschiedene Arten und Weisen, also da wird auf die Ähnlichkeit mit Jamiroquai angespielt. Dann gibt es eins, wo der Greenscreen dahinter montiert wurde und Steal His Look ist sowieso eine Meme, die relativ häufig auftaucht. Jetzt auch vor kurzem, ich weiß nicht, vielleicht haben einige von Ihnen das Bild von Bernie Sanders gesehen mit den Handschuhen, wie er sitzt bei der Inauguration. Das wurde auch sehr weit, also der sitzt mittlerweile vor allen möglichen Hintergründen. Genau. Dafür ist natürlich das, was von dem Susan Sonntag spricht, nämlich der Status des Bildes als Dokument, ist schon lange nicht mehr gegeben. Hier sieht man einen anderen Trump-Anhänger, der ein Podium aus dem Kapitol steht und sagt jemand Via Getty und meint natürlich die Bildagentur. Und auf der anderen Seite kann man sehen, dass Leute denken, dass dieser Mann Via Getty heißt. Also auch die Quellenlage wird immer verquerer. Und das ist natürlich jetzt eine relativ spielerische Seite dieser Entkontextualisierung. Aber daneben stehen, wie wir alle wissen, Fehlinformationen, Fakes und auch Missverständnisse. Das könnte man auch als Missverständnis bezeichnen. Der politische Gehalt von viralen Bildern wird in ihrer kreativen Weiterverwendung häufig zur Nebensache. Ein Bild wird produziert, verändert sich und wird ebenso schnell wieder vergessen. Auch jemand, der versucht, den Spuren von Nachrichtenbildern jenseits der Internet-Ikonografie nachzugehen, muss sich die Frage gefallen lassen, ob eine rein ästhetische Betrachtung dieser Bilder zu ihrer Entpolitisierung führt. Es liegt mir fern, die Bilderflut mit meinen Texten ordnen zu wollen. Trotzdem glaube ich, dass ein kunsthistorischer Blick auf Nachrichtenbilder, der ihren ursprünglichen Kontext nicht ignoriert, sondern sich in ihm verankert, zu einem Perspektivwechsel führen kann, der auch für ein politisches Verständnis produktiv sein kann. Wenn man sich 3 Jahre lang mit Fotografien aus den Nachrichten beschäftigt, wiederholen sich bestimmte Motive. Symbole wie der Stachelball des Coronavirus, den wir jetzt alle zu Genüge kennen, und das schwarze Quadrat der Black Lives Matter-Bewegung fallen in eine Kategorie. Porträts von Menschen, die den einen als Helden und den anderen als Bösewichte gelten, in eine andere.
Naturkatastrophen und Demonstrationen sind häufige Ereignisse der letzten Jahre und sie haben fast immer Nachrichtenwert. Dann gibt es Bilder, die Aufsehen erregen, weil sie inszeniert aussehen, obwohl sie ja durch ihren Nachrichtenkontext Authentizität für sich beanspruchen. Ich werde jetzt anhand dieses Bildes, das wir hier sehen, eine Art und Weise durchgehen, mit der ich mich diesen Bildern nähere. Das ist sozusagen, da geht es mir jetzt in dem Fall um die Ikonografie eines bestimmten Motives, nämlich des Autos. Genau, das Foto wurde aufgenommen im Januar 2020, als die Buschbrände in Australien so sehr wüteten, dass man das auf der ganzen Welt mitbekommen hat. Der australische Premierminister sagte zur selben Zeit, ich zitiere, wir werden uns nicht auf unbesonnene Klimaziele einlassen und heimische Industrien aufgeben, wodurch australische Arbeitsplätze gefährdet würden. Das ist also sozusagen, das setzt die Szene für dieses sehr eindrucksvolle Bild. Und im Zentrum steht eben das Auto. Beim Auto denkt man eben vielleicht auch an die Futuristen. Das ist die Dynamik eines Automobils von 1913 von Luigi Rossolo. Und als einer der Futuristen war das Auto für ihn ein Zeichen von Fortschritt, von Kraft, von männlicher Kraft auch und von Geschwindigkeit. Marinetti schreibt in seinem futuristischen Manifest, wir erklären, dass sich die Herrlichkeit der Welt um eine neue Schönheit bereichert hat. Die Schönheit der Geschwindigkeit. Ein Rennwagen, dessen Karosserie große Rohre schmücken, die Schlangen mit explosiven Arten gleichen. Ein auffallendes Auto, das auf Menschen trocken scheint, schöner als die Nike von Samothrake. Das ist also jetzt eine sehr positive Sicht des Autos, was natürlich auch zusammenhängt mit der Technikbegeisterung der Futuristen. Und wenn man das in einen breiteren Kontext der Moderne einordnen will, dann ist natürlich auch die Maschine immer eine Ikone in dieser Zeit, also eine polarisierende Ikone. Diese Technikbegeisterung ging im Fall der Futuristen auch mit einer gewissen Frauenverachtung einher. Und das Auto gilt hier als Zeichen von Vitalismus und energischer männlicher Bewegung. Wenn man jetzt in die Nachkriegsjahre geht, kann man hier ein Beispiel sehen, wo das Auto schon ein bisschen düsteres Symbol ist. Das ist Andy Warhol mit Silver Car Crash. Das ist Teil einer Serie, der Death and Disaster Serie. Und man sieht es nur relativ undeutlich, aber da ist ein toter Körper, der in einem ausgebrannten Auto liegt. Und da ist dann eben das Auto auch schon ein Symbol von einer, also das zeigt es zumindest, eine Maschine, die auch seine Erfinder umbringen kann, also die für seine Erfinder gefährlich werden kann. Wobei Andy Warhol, da werde ich später noch zu kommen, auch nicht nur ein negatives Verhältnis zu Autos hatte. Hier kommt wenn man jetzt von den Futuristen ausgeht, das wäre jetzt die Gegenbewegung dazu. Das ist zwei feministische Sichtweisen auf das Auto. Pippi Lotterist mit Ever is Overall. Das ist eine Installationsansicht, die wir hier sehen, von einem Video, bei dem sie mit einer Blume die Scheiben von Autos einschlägt. Ich meine, viele kennen vielleicht auch Beyoncés Referenz dazu. Das war in ihrer Lemonade-Serie, hat sie eine Referenz dazu gemacht. Da sieht man eben, dass sie sozusagen mit einer klassisch femininen Waffe, also mit einer femininen Symbol der Blume, dieses patriarchale Symbol des Autos zerstört. Oben links sehen wir Sarah Lucas, die sich das auf eine Art auch aneignet, also das Auto ist zwar zerstört, aber man sieht dahinter eben dieses Bild. Sarah Lucas arbeitet seit, muss man sagen, das ist jetzt von 2018, aber die arbeitet schon seit den 90er Jahren mit diesem Symbol der Autos. Es taucht immer wieder auf in ihren Arbeiten. Und die eignet sich auf eine Art diese Maskulinität eher an. Genau. Und dann steht natürlich das Auto nicht nur für Männlichkeit, sondern auch für Kapitalismus.
Vielleicht könnte man da auch das Wort Fordismus benutzen, weil es so schön passt. Der Kapitalismus des Fließbands sozusagen. Und das ist eben hier Erwin Wurm mit Fat Convertible, ist auch Teil einer Serie, der Fat Car Serie. Und das ist ja ziemlich offensichtlich, was da die Kritik ist, also die aufgequollenen fetten Autos, Konsum, also die Kritik am Konsumkultur, am Kapitalismus, an der Fettigkeit der Gesellschaft. Und jetzt ist es aber nicht so häufig, wie man denkt, das sind jetzt einige Beispiele von einer kritischen Haltung zum Auto, aber man fragt sich doch, warum es relativ selten auftaucht, also gerade eben auch als die Kritik an der Umweltverschmutzung. Und es gibt seit einiger Zeit ist natürlich die Autoindustrie ein zweischneidiges Schwert für die Kunstwelt, weil sie auch ein großer Lieferer von Fördergeldern für die Kunst ist. Und wir hatten vorhin das Auto von Warhol, der 1979 das erste BMW Art Car gestaltet hat. Und da beauftragt BMW eben Künstler, ein Auto zu gestalten. Und da ist er natürlich auch nicht alleine. John Baldessari, Jenny Holzer, David Hockney, Roy Lichtenstein, Frank Stella sind nur einige der Künstler, die diesen Auftrag angenommen haben. Aber es gibt natürlich auch Beispiele, die die Industrie als Ganzes angehen. Das ist Gustav Metzger, der schon 1972 versucht hat, diese Idee an die Documenta zu verkaufen. Und zwar sind das Autos, die unaufhörlich Abgase in diesen Kubus hineinpusten. Genau, also wir wissen, alle Autos stehen für Umweltverschmutzung. Hier eine kleine Statistik, nur am Rande. 2017 verursachte der Autoverkehr laut dem Deutschen Umweltbundesamt 38,3% der Emissionen von Stickstoffdioxiden in Luft. Gustav Metzger durfte das dann erst 2007 verwirklichen, seine Idee, und zwar für die Sharia Art Foundation in den Vereinigten Arabischen Emiraten, was natürlich insofern nochmal gut passt, weil dort bekanntlich Treibstoff hergestellt wird und Erdöl exportiert wird. Die Installation ist ein Beispiel von von Selbstzerstören der Kunst. Das ist eine Sache, die eben Gustav Metzger öfter mal macht. Ich weiß nicht genau, wie das dann, was dann eigentlich passiert, also ob irgendwas passiert, ob das dann explodiert oder so, das habe ich nicht rausfinden können. Aber genau, das ist also eben eins der wenigen Beispiele, die ich finden konnte für so eine ziemlich direkte Kritik an der Autoindustrie als Emissionsindustrie. Jetzt zurück zu unserem Bild. Ich zitiere jetzt mal ein bisschen aus meiner Kolumne oder lese, was ich da geschrieben habe. Das Auto, das wir hier sehen, gleicht einer spektakulären Installation. Die geschmolzenen Felgen wirken selbst wie ein Naturphänomen, wie Blitze, deren destruktive Macht sich vor dem Objekt auffächern. Die Bäume und Büsche im Hintergrund bilden eine dunkle Fläche. Die Natur wirkt wie eine bedrohliche Abstraktion. Davor das Symbol des Untergangs, vom Weg abgekommen und zerstört von den Naturkatastrophen, die es selbst hervorgerufen hat. Genau, das war jetzt sozusagen ein Durchgang, wo ich mir sehr genau ein Motiv anschaue. Aber es gibt natürlich auch andere Bilder, wo es um was anderes geht. Und hier habe ich eher an die Ästhetik oder an die Inszenierung dieses Bildes gedacht. Ich habe da vorhin auch schon drüber geredet, was viele virale Bilder gemein haben, ist, also viele virale Nachrichtenbilder gemein haben, ist, dass sie inszeniert aussehen, obwohl sie natürlich in diesem Nachrichtenkontext auftauchen. Und deswegen geht man davon aus, dass es irgendwie ein spontanes Bild ist, dass es eben diesen Wahrheitsgehalt hat. Und das sieht hier ja aber irgendwie ganz klar aus wie eine Inszenierung, wobei man auch nicht genau weiß, warum eigentlich. Und ich hab die Theorie, dass das daran liegt, dass das eben sehr stark an Filmen erinnert, also an ein Standbild aus einem Film.
Und Filme sind natürlich was, was sich sowohl ästhetisch als auch als Inszenierung eben sehr stark ins kollektive Gedächtnis einschreibt. Deswegen haben wir sofort eine Reaktion zu sowas. Um das Bild mal kurz einzuordnen, das ist am 28. Juni 2020 aufgenommen worden. Und zwar war das so, sozusagen auf der Höhe der Black Lives Matter-Proteste in Amerika. Das war in St. Louis und diese beiden Herrschaften waren der Meinung, sie müssten ihr Haus verteidigen von den friedlichen Demonstranten, die eigentlich nur an dem Haus vorbeigelaufen sind. Sie sind aber dann eben mit diesen Gewehren auf die Straße gestürmt und wollten ihr Eigentum verteidigen. Genau. Also was man vielleicht über die Ästhetik sagen kann, ich habe zuallererst habe ich an Camp gedacht, wo wir jetzt schon wieder bei Susan Sontag sind, die diesen Begriff geprägt hat und die davon spricht, als Liebe zur Übertreibung, Künstlichkeit und aber auch gescheiterte Ernsthaftigkeit, also eine Art Überzeichnung und Karikatur. Und dazu sehr passend fand ich zu diesem Bild, dass ich habe ich in einem Interview mit John Waters, der relativ viele Filme gemacht hat, die in dieses Camp-Genre passen, gesagt hat über Donald Trump, Camp was always something that was so bad, it was good and it didn't know it. Trump ruined that. Even Camp he ruined. Und das heißt, es ist wie so eine, komische Spiegelung dieses Camp-Begriffs, weil Camp natürlich stark verortet ist in der queeren Subkultur, schon immer war. Und schon 2012 hat Bruce LaBruce einen Essay geschrieben, wo er praktisch diese Definition ausgeweitet hat. Und er hat das jetzt nicht heteronormativen Camp genannt, sondern konservativen Camp. Und hat über Sarah Palin zum Beispiel oder Newt Gingrich oder eben auch vorausschauend über Donald Trump gesprochen und hat gesagt, Zitat, die Leute veranstalten weiter alles starke, sie das einfache Volk verhöhnen, indem sie so tun, als gehörten sie dazu, während sie gleichzeitig Politik machen, die den Bedürfnissen der Menschen direkt widerspricht. Genau. Und was jetzt also eben vielleicht noch, um das weiterzuführen, was jetzt vielleicht noch Camp ist an diesem Bild oder an den vielen Bildern, es gab relativ viele Bilder von diesem Ereignis. Man sieht hier nur so ein bisschen auf dem rechten Rand eine Urne, vor denen diese Leute stehen und die stehen ja eben auch vor ihrem Palast. Und die Urnen sind Kopien aus Versailles. Und wie man dem Designressort des St. Louis Magazine entnehmen konnte, ist jeder Raum in der Villa eine Renaissance-Nachbildung. Mit zum Beispiel ist das Esszimmer eine Rekonstruktion eines Zimmers im Palazzo Pitti in Florenz. Also praktisch haben wir es hier mit einer Pastiche von Replikas zu tun, die ernsthaft versuchen, europäische Pracht zu reproduzieren. Und aber dadurch eben in dieser komischen ästhetischen Zwischennische von, was man eben vielleicht konservativen Camp nennen könnte, landen. Jetzt vielleicht nochmal kurz zurück zum Film. Ich habe hier vor allem an Gangsterfilme gedacht und an Neo-Noir. Hier sind ein paar Beispiele. Da sieht man unten ist... Walter Sobchak ist eine Rolle in The Big Lebowski, der auch tatsächlich so einen Neocon, also so einen Konservativen spielt. Dann oben rechts Reservoir Dogs von Quentin Tarantino und oben links ist Spring Breakers von Harmony Korine und der ist jemand, der auch sehr explizit mit dieser Camp-Ästhetik spielt. Ich meine, sieht man ja auch, also diese pinken Bikinis und das weiße Klavier und der Sonnenuntergang und dann mit diesen Maschinengewehren, also der spielt ganz offensichtlich mit dieser Ästhetik. Mark Fisher schreibt über Gangsterfilme, sie speisten sich aus der, Zitat, Behauptung, die Welt von sentimentalen Illusionen befreit zu haben und sie zu sehen, wie sie wirklich ist. Ein Hobbscher Krieg von allen gegen alle, ein System ewiger Ausbeutung und allgemeiner Kriminalität. Was aber Gangsterfilme auch oft machen, ist, dass sie die Underdogs zeigen, also dass man praktisch so, man soll sich identifizieren mit den Gangstern und zwar, weil sie irgendwie außerhalb der Gesellschaft sind. Und um das nochmal vielleicht zurück zu
zurückzuführen zu diesem Bild. Da könnte man dann vielleicht sagen, dass sich hier die Mitglieder einer herrschenden Klasse als Opfer gerieren oder als Außenseiter gerieren und sich dort die Verteidigung ihres Besitzes über die Verteidigung von Menschenrechten und Menschenleben stellen. So ähnlich sagt das auch Rebecca Solnit, die ein Essay über dieses Bild geschrieben hat. Und sie sieht eine Spaltung zwischen, Zitat, denen, die glauben, dass die Gesellschaft auf einem Fundament von Freiheit und Gerechtigkeit ruhen sollte, und denen, die hauptsächlich an ordentliche Besitzverhältnisse glauben. So, das wäre jetzt sozusagen die ästhetische Ebene. Und dann gibt es aber natürlich die trügerischen Bilder. und das ist fast wie eine eigene Kategorie, würde ich sagen. Hier sieht man ein Bild, das von Fox News auf der Webseite, auf der Fox News Webseite veröffentlicht wurde. Das soll angeblich, zeigt das, die autonome Zone in Seattle, also die heißt Capitol Hill Autonomous Zone, und die hat sich eben auch im Juni letzten Jahres im Zuge der Black Lives Matter Proteste hat sich dort eben diese selbstverwaltete Zone gebildet. Und das war mehr oder weniger natürlich ein Schreckgespenst für die amerikanischen konservativen Medien. Und dieses Bild soll eben zeigen, wie furchtbar es da ist. Das sieht man eben, vielleicht zitiere ich nochmal aus meiner Kolumne. Das Foto hat zu viele Bildebenen. Man versteht nicht. Spiegeln sich die drei düsteren Gestalten im Fenster, das ja zerstört wurde? Befindet sich der Old Navy-Schriftzug über den Rucksäcken oder ist auch er eine Spiegelung? Wo steht der Mann mit dem Maschinengewehr und woher kommt der Schatten auf seinem Arm? Das Bild hinterlässt Verwirrung, das bedrohliche Gefühl einer chaotischen Welt. Das ist Absicht, denn eigentlich ist es nicht ein Foto, sondern eine Montage aus drei verschiedenen Fotografien. Und das kann ich jetzt mal zeigen hier. So sehen die aus, wenn sie auseinanderdividiert sind. Und das sind auch Fotos von verschiedenen Tagen und aus verschiedenen Kontexten. Das heißt, diese Idee eben zu zeigen, wie furchtbar das alles ist da in Seattle, da haben sich die Fox News Redakteure einfach ein bisschen Freiheit genommen und haben eine Collage gemacht. Und das Lustige ist, dass sie in ihrer Nicht-Entschuldigung, die sie dann, also es haben viele Leute darauf reagiert und es wurde irgendwie klar, dass das nicht echt ist. Und die Entschuldigung, die Fox News eben dann offiziell herausgegeben hat, rekurrierte auch darauf, ja, das sei eben eine Collage. Und also sie sind nicht so weit gegangen zu sagen, das ist jetzt künstlerische Freiheit, aber so fast. Was natürlich insofern absurd ist, als dass Nachrichtenbilder uns auch wegen ihrem Umfeld als wahr vorkommen. Und weil wir dem Umfeld vertrauen, mehr oder weniger, okay, ich meine, wahrscheinlich gibt es mittlerweile einige Leute, die Fox News nicht mehr als Nachrichtensender als solchen betrachten, aber der ist ja immer so ein bisschen auf der Kippe und man denkt schon immer noch, dass denen sowas nicht einfach unterlaufen würde oder dass sie das nicht machen würden. Genau, also das zeigt eben auch die, wie sehr sich das Umfeld von solchen Sachen verändert. Genau, hier ist ein anderes Beispiel. Das ist natürlich nicht fake, sondern echt. Und das haben vielleicht auch alle gesehen. Das ist von 2019. Das war die sogenannte Ibiza-Affäre, wo es einen Riesenskandal gab, weil jemand heimlich gefilmt hat, wie HC Strache, der damals in der österreichischen Regierung war, mit seinem Mitarbeiter Gudenius in Ibiza von einer angeblichen Nichte eines russischen Oligarchen praktisch Korruptionsangebote gemacht wurden und er die auch angenommen hat. Und die haben viel über die Übernahme der Medienkonzerne in Österreich gesprochen und über Geschäfte, die man machen könnte. Und das war eben alles ziemlich illegal. Das ist dann rausgekommen. Dieses Video wurde verschiedenen Medien zugespielt und das ist jetzt ein Standbild. Ich finde dieses Bild insofern interessant, als dass man einmal sieht, wie sehr so eine Verpixelung dazu führt, dass man das für wahr hält. Also dass man das für, also selbst wenn man jetzt nicht die Umstände kennen würde oder wissen würde, was da los ist, würde man immer noch denken, das ist irgendwie zumindest ein nicht gestelltes Bild.
wegen, unter anderem wegen diesen Pixeln. Aber was es natürlich auch macht, ist, dass, dem Ganzen etwas Anrüchiges zu geben, also eben irgendwie ein bisschen auch diese Fischaugigkeit, also die versteckte Kamera steckt da schon irgendwie drin und dann natürlich auch die Szenerie, also die Red Bull-Flaschen und der Wodka und die brutale Geste von dem Mann links. Also man hat das Gefühl, da passiert irgendwas Schmutziges. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass das Ganze so eine Boulevardisierung bekommt, was wiederum für manche Leute wahrscheinlich dazu führt, dass sie es nicht, also weil manche Leute ja Boulevardmedien jetzt nicht als seriöse Quelle betrachten, dass es dann schon wieder in die andere Richtung geht, dass man denkt so, wie ernst kann ich das denn nehmen? Und das ist natürlich insofern ein Problem, als da ja Sachen besprochen werden, die durchaus real sind und die reale Auswirkungen auf die österreichische Regierung haben. Es hat dann auch gewirkt, also diese Enthüllung hat dazu geführt, dass die österreichische Regierungskoalition auseinandergebrochen ist. Insofern haben die Leute angemessen darauf reagiert, aber ich fand es eben interessant, dass es da so, dass ich merke, ich spüre das auch, wenn ich das anschaue, dass ich irgendwie das Gefühl habe, ich schaue RTL und schaue irgendwie so schlimme, aufgedeckt, schlimme Ferienhäuser, das könnte ihnen passieren, irgendwie sowas. Und eben nicht eine tatsächliche politische, also ein Ereignis mit politischen Auswirkungen. Genau. Obwohl ich gerade ganz kurz bei dem Bild, ja, wenn ich kurz was sagen darf. Ich finde gerade bei diesem Standbild, finde ich nochmal, auf der einen Seite nehme ich es total als wahrhaft wahr, auch aufgrund der Pixel, was du eben schon gesagt hast, aber wiederum auf der linken Seite, aufgrund des Kameraausschnitts, wirkt es schon wieder so komödiantisch, dass man denkt, es ist einfach total gestellt. Irgendwie habe ich sogar fast das Gefühl, da ist eine Pappfigur hin, die irgendwie was hält, was zeigt oder so. Gerade dieses, das finde ich, hat so ganz unterschiedliche Bildebenen. Also, ne, auf der einen Seite das verpixelte und versteckte Kamera, man denkt, ja, das zeigt die Wahrheit, aber gleichzeitig, halt wie du sagst, hat man das Gefühl, man guckt irgendwie Reality Soap auf RTL, wo man ja auch weiß, es ist gestellt. Ganz genau. Und dazu kommt noch, also dieses Video war auch eins, wo ich dann gedacht habe, es ist gut, dass wir noch nicht so weit sind. Also wir wissen alle, dass es diese Technologie der Deepfakes gibt, also dass es immer leichter wird, Sachen zu manipulieren, Videos zu manipulieren, Leute Sachen sagen zu lassen, die sie nie gesagt haben. Und noch sind wir nicht so weit, dass das sozusagen nicht mehr verifizierbar ist, weil die hätten sich nämlich sehr gut rausreden können, wenn das der Fall gewesen wäre, und hätten einfach gesagt, ja, das ist halt ein Deepfake, wir waren gar nicht in Ibiza, wir wissen nicht, wovon sie reden. So, also immer, es ist immer noch so, dass Videos bis zu einem gewissen Grad auch als Beweismittel einsetzbar sind. Und die Frage ist eben, wie lange das noch so bleibt. Ich habe hier mein Beispiel rausgesucht, das ist jetzt nicht Deepfake-Videos, was es auch gibt, wenn man Interesse hat, kann man sich das auf YouTube anschauen, sondern das ist eine Internetseite, die heißt thispersondoesnotexist.com, und das sind eben alles Menschen, die es nicht gibt, sondern die von einem künstlichen Intelligenz, einem Bot, ich weiß ehrlich gesagt auch nicht genau, wie das funktioniert, aber die werden eben generiert. Ich nehme mal an, es gibt eine Datenbank von Bildern mit echten Menschen, aus denen die sich zusammensetzen, aber wie gesagt, genau weiß ich es auch nicht. Es ist auf jeden Fall relativ unheimlich zu sehen, weil diese Menschen, also auch die Fotos an sich schon, sehen ja alle relativ authentisch aus, was auch damit zusammenhängt, dass der Hintergrund unterschiedlich ist, die Bildqualität ist irgendwie unterschiedlich, man hat das Gefühl, der Blitz ist woanders oder das Licht fällt, ne? Also manche haben irgendwie so, wie wenn man ein schlechtes Foto macht mit einem starken Blitz oder so. Genau, und das ist eben jetzt nur so ein Fun-Beispiel. Genau, aber um das mal abzuschließen mit den trügerischen Bildern, oder um es zusammenzufassen, ich würde sagen, dass man eben schon sagen kann, dass es jetzt aufgrund des Umfelds nicht mehr eindeutig identifizierbar ist, ein Bild. Man hört eben oft dieses Schlagwort, die Medienkompetenz. Auch da kann man eben nur so und so weit gehen. Die andere Seite dieser Entkontextualisierung von Bildern ist aber natürlich auch, dass es dieses Fact-Checking von anderen Medien, also
dass es relativ schnell passiert, dass Leute Sachen hinterfragen. Das hat man ja auch bei dieser Fox News-Sache gesehen. Das war, glaube ich, irgendwie ein paar Stunden und die anderen Medien haben rausgefunden, dass das verschiedene Fotos sind. Das sind ja nicht nur Medien, die sowas machen, so Fact-Checking, sondern auch andere Nutzer im Internet, die nachschauen und die Quellen verfolgen und so. Und man kann so eine Art Fact-Checking natürlich auch anhand von Bildern selber machen, weil sie ja immer noch bis zu einem gewissen Grad Informationsträger sind. Da fällt mir zum Beispiel die Arbeit von der Forensic Architecture Gruppe um A.L. Weizmann ein. Das ist eine multidisziplinäre Forschungsgruppe und die beschäftigen sich eben mit wie viel kann man anhand eines Bildes oder mehrerer Bilder herausfinden, und die setzen diese Recherche auch für ein, wenn es um Menschenrechtsverletzungen geht in verschiedensten Kontexten. Was ich vielleicht auch abschließend sagen kann, ist, dass für mich geht es bei meiner Arbeit mit dieser ikonografischen Betrachtung von Nachrichtenbildern jetzt nicht darum, Bilder zu verifizieren, aber diese genaue und relativ sorgfältige Betrachtung eines Bildes, also vor allem, wenn man eben ein bisschen rauszoomt und sie nicht als Nachrichtenbilder erstmal anschaut, hilft mir, die in einen breiteren Kontext zu stellen. Und ich finde, manchmal eben kann das einem relativ viele Querverbindungen klar machen, die man vielleicht nicht hat, wenn man nur kurz drauf schaut. Ich habe jetzt zum Ende hier nochmal ein Zitat von Flusser, weil ich finde, der sagt es ganz schön. Er sagt, Dinge so anzusehen, als sähe man sie zum ersten Mal, ist eine Methode, an ihnen bisher unbeachtete Aspekte zu entdecken. Es ist eine gewaltige und fruchtbare Methode, aber sie erfordert strenge Disziplin und kann darum leicht misslingen. Die Disziplin besteht im Grunde in einem Vergessen, einem Ausklammern der Gewöhnung an das gesehene Ding, also aller Erfahrung und Kenntnis von dem Ding. Dies ist schwierig, weil es bekanntlich leichter ist zu lernen als zu vergessen. Aber selbst wenn diese Methode des absichtlichen Vergessens nicht gelingen sollte, so bringt ihre Anwendung doch Überraschendes zutage. Und zwar tut sie das eben dank unserer Unfähigkeit, sie diszipliniert anzuwenden. Genau. Das war es erstmal mit meinem Vortrag. Vielen Dank. Vielen Dank. Super vielfältig und auch wirklich interessant, wie unterschiedlich du dich den Bildern genähert hast. Also auch bei dem ersten halt so ganz ja kunsthistorisch, ja, in dem Sinne, so eine richtige Bildanalyse und ja schon fast ikonologisch. Also du bist irgendwie, hast das Bild tatsächlich erstmal entschlüsselt. Mhm. Und was ich interessant fand jetzt bei deinem Vortrag war, dass sich ja auch automatisch, oder wahrscheinlich hast du es bewusst so gemacht, diese verschiedenen Kategorien eben aufgetan haben. Dass es zum einen gibt es eben eine ästhetische Funktion im Bild, beziehungsweise eine ästhetische Botschaft. Das war halt, finde ich, besonders stark bei dem Verschwörungstheoretiker in seinem Wikingerkostüm, wo dem, glaube ich, sich wirklich keiner entziehen konnte, so richtig diesem Bild jetzt in den letzten Wochen. Ich hatte auch das Gefühl, dass wir mit diesem Thema gerade in der richtigen Zeit liegen, weil jetzt ja auch während des US-Wahlkampfs so viele Bilder irgendwie aufgeploppt sind, die so eine extrem starke ästhetische Botschaft auch hatten. Und gerade zum Beispiel bei diesem Schamanen, ich viel mehr das Gefühl hatte, ich schaue eben in so einen Ausschnitt von einem Bühnenstück und er ist die Hauptfigur, und man aber nicht direkt sagen konnte, ist das jetzt kritisch oder nicht kritisch gemeint, quasi je nach Kontext, so wie man es eben darstellt in den Medien. Ne? Das ist ja überhaupt nicht erkennbar. Und dann das nächste Bild mit diesem brennenden Auto, hat schon für mich eine starke politische Botschaft, obwohl es auch gleichzeitig eine starke ästhetische Funktion hat. Also ich finde, du hast es halt total gut beschrieben, wie sich so diese Natur etwas zurückholt, was sie eigentlich immer angegriffen hat und eben doch so diese Übermacht des Natürlichen zeigt. Aber irgendwie ist es so klar aufgebaut, dass auch für mich die politische Botschaft irgendwie lesbar war. Und dann fand ich halt wiederum Bildern nochmal eher aus so einer ja fast schon komischen Perspektive zu begegnen, eben vor allem gerade den Vergleich mit den Ganoven. Also das war ja einfach auch vollkommen abstrus. Die hatten ja auch eine riesige Medienpräsenz und hatten, glaube ich, ja hinterher auch noch einen Auftritt, einen öffentlichen Auftritt. Und dann wiederum fand ich jetzt bei dem Video am Schluss, merkt man halt auch einfach, wie es sich verschwimmt aufgrund des Kontextes, weil wenn es jetzt in der Tagesschau läuft, dann nimmt man es natürlich ganz anders wahr, als wenn jetzt diese Bilder, Bild,
die Stills quasi irgendwo kursieren und man sich diesem Bild ganz anders nähert. Und würdest du sagen, dass das auch heute immer noch ist, dass eine ästhetische und eine politische Botschaft miteinander konkurrieren? Und du hast es ja im Prinzip so ein bisschen so aufgezeigt, dass es natürlich beide Bildelemente gibt, aber wie würdest du sagen, steht es heute zueinander? Gerade wenn man sich auch vorstellt, dass ja auch jedes Jahr irgendwie den Pressepreis ausgegeben wird für das beste Pressefoto. Ja, also ich habe das Gefühl, Leute reagieren halt sehr stark auf die ästhetische Seite von Fotos, also eben fast mehr als auf sozusagen jetzt die politische Aus-. Also ich glaube, was sozusagen, worauf Susan Sontag ursprünglich mal sehr stark reagiert hat, was in, so in den 60er, 70er Jahren großes Thema war, war sozusagen, wie viel Leiden sollen wir zeigen und kann es politisch richtig und wichtig sein, Leiden zu zeigen und Kriegsbilder zu zeigen und so. Und das scheint mir heutzutage, also auch, weil es eben viel um Komik geht, es geht viel darum, schnell irgendwie spielerisch was rauszuholen aus Fotos und so. Und da scheint es weniger darum zu gehen, also auch weniger um, sagen wir mal, Bildaktivismus, also was kann ich mit einem Bild bewegen und mehr, welches Bild ist eine lustige Meme oder kann sich in eine lustige Meme verwandeln oder so. Und das ist natürlich, also insofern gibt es, glaube ich, schon eine Entpolitisierung und auf der anderen Seite ist natürlich generelle Anteilnahme an dem politischen Alltag sehr hoch. Und das merkt man eben auch daran, dass jeden Tag ein neues Bild, irgendwie ein neues politisches Bild wahnsinnig zirkuliert. So. Ja, ich glaube halt auch wiederum aufgrund dieses spielerischen Einsatzes, eben das man, wie zum Beispiel jetzt von Bernie Sanders, ich glaube auch, dass man dazu natürlich nochmal ganz andere Leute bewegt, sich mit Dingen auseinanderzusetzen. Das ist einfach eine ganz andere Herangehensweise. Aber gerade nochmal auch, was die Funktion der Bilder angeht, also weil gerade zum Beispiel dein erstes Bild von der Migrant Mother hat ja eine total bewegte Geschichte. Also es ist ja in den 30ern in die Zeitung gekommen, wurde dann ja irgendwie echt extrem viel auch in anderen Zeitungen abgedruckt, woraufhin ja dann auch die Regierung, glaube ich, diese Region finanziell unterstützt hat. Dann war es aber auch schon in den 40er Jahren im MoMA, es war, glaube ich, auch mal Briefmarkenmotiv. Und mittlerweile ist es, glaube ich, also ist es auf jeden Fall im Museum. Und gleichzeitig hat sie natürlich mit dem Bild aber wahnsinnig viel erreicht. Aber ich meine auch, mich daran zu erinnern, dass es ein Interview gibt mit den beiden Mädchen auf dem Bild, also ihren Töchtern, die eben sagen, sie haben das Bild immer total gehasst, weil es für sie eben nicht ihre Mutter zeigt, weil ihre Mutter da eben nicht so diese lebensfrohe, lebensbejahende Frau ist, sondern dieses total abgerackerte, fast schon geschöpft, was irgendwie total am Existenzminimum lebt und sie eben dieses Bild so gehasst haben. Und deshalb natürlich irgendwie im Prinzip ja auch schon damals, obwohl sie selbst als Fotografin ja immer den Anspruch hatte, den sozialen Wandel herbeizuführen und gar nicht einen künstlerischen Anspruch mit ihrer Fotografie hatte, es sich, glaube ich, einfach aufgrund des Mediums gar nicht ausschließen lässt, oder würdest du dem auch zustimmen? Nee, auch heute. Total interessant. Also ich meine, ich glaube, was eine Dynamik ist, die es damals gab und die es heute auch immer noch gibt und vielleicht auch verstärkt, ist, dass dann natürlich, wenn sich irgendwas bewegt, dann immer sehr individuell, also sozusagen, also es gibt ja immer diese rührenden Internetgeschichten, so irgendwer ist viral gegangen und jetzt kriegt er einen Plattenvertrag oder so. Das ist so. Ne? Ja, also ja. Oder irgendwer hat wahnsinnig gelitten und das ist dann viral gegangen und jetzt hat diese Person, das GoFundMe ist explodiert oder so. Aber das ist natürlich, das sind ja nicht Dinge, mit denen sich strukturell was ändert, sondern das sind dann halt einzelne individuelle Geschichten. So. Ja, genau, ja. Ja, also, oder beziehungsweise halt auch, was natürlich heute auch eine große Rolle spielt, ist die Kanalisierung. Also, dass man ja eigentlich jedes Bild in so eine Filterblase stecken kann und damit ja jedes Bild im Prinzip aus einem Zusammenhang gerissen wird, beziehungsweise so sehr in einen Zusammenhang gebracht wird, dass alle anderen Zusammenhänge, die eigentlich auch noch darum herum eine Rolle spielen, komplett ausgeblendet werden, was natürlich auch eine ganz andere Lesbarkeit irgendwie gerade in sozialen Netzwerken mit solchen Bildern verursacht. Und wie näherst du dich dann den Bildern? Also ist es so, dass du aufgrund deiner Herangehensweise, dass du im Prinzip dich mit jedem Medienbild so auseinandersetzt oder hast du da schon so ein bestimmten Fable eben, dass du weißt, oh wow, hier ist jetzt eine ästhetische Struktur im Bild, die will ich mir genauer anschauen. Oder?
Ja, also mittlerweile geht das ziemlich schnell, dass ich irgendwie sehe, so, das ist eins, worüber ich gern schreiben würde. Man muss ein bisschen aufpassen mit den Motiven, weil sich halt, es gibt schon sehr viel Doppelungen auch. Also denkt man vielleicht nicht so, aber irgendwie Feuer, Flammen und Flaggen ist auch sowas, was immer wieder auftaucht. Und dann gibt es eben nur so und so, also dann gibt es nur begrenzte Referenzen. Da muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht zum fünften Mal über die Flaggen bei oder die Flammen bei Turner schreibe. Also, ja, ne? Also deswegen, ja, da schränke ich mich dann so mittlerweile ein bisschen ein, aber so generell weiß man das ja ziemlich schnell. Also ich meine, ich habe zum Beispiel jetzt über die, für die nächste, die ist noch nicht erschienen, aber für die Kolumne, die als nächstes erscheint, habe ich über, da gab es einen Mann, der heißt William Shakespeare, der war einer der ersten, der geimpft wurde in England. Und der sitzt da eben mit seinem Krankenhaus Umhang und wie so eine Toga. Und da habe ich dann auch gedacht, so, ah ja, irgendwie so, der sieht aus wie ein römischer Senator. Das Bild ist toll, die Geschichte ist toll, das mache ich jetzt so. Aber würdest du sagen, dass das eine wichtige Kompetenz ist, oder würdest du das auch als eine Kompetenz beschreiben, die man, also du hast es ja am Schluss eigentlich sehr schön gesagt, auch mit deinem Zitat eben von Flusser, dass es ja eben dieses, sich im Prinzip als völlig unwissende Person dem Bild zu stellen und wirklich so einzelne Symboliken herauszuarbeiten, dass das hilft, Kontexte zu verstehen, oder führt es einen vielleicht manchmal auch eher auf Irrwege und man vergisst dann eigentlich so ein bisschen den eigentlichen Nachrichtenwert der Arbeit? Ja, das ist ja eben auch so eine Frage, mit der ich mich beschäftige, ob das zu einer Entpolitisierung führt. Aber ich glaube eben, wenn man sich wirklich genau damit auseinandersetzt, also wenn man wirklich genau schaut und dann eben nicht komplett vergisst, was der Kontext ist, sondern sich auch die Entstehungsgeschichte genau anschaut, dass es dann schon verankert bleibt irgendwie in dem, was es ist. Und dann macht es eher Spaß, weil ich dann immer mal wieder eben Sachen finde, die dann auch vielleicht den ursprünglichen politischen Kontext bereichern. So. Ja, ich schaue hier gerade noch mal kurz in den Chat. Hier habe ich noch mal eine von Katrin Kamrau. Vielen Dank für Ihren Vortrag, Frau Enzensberger. Welche visuellen Bezüge zu White Fragility sehen Sie in der Aufnahme von Mark und Patricia Klosky? Ja, das ist natürlich das perfekte Schlagwort für dieses Bild. Also ich meine, diese Empörung, mit der diese beiden Menschen, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob das in dem Bild selber steckt, ob man das sehen kann, vielleicht wenn dann an den Minen, aber diese selbstgerechte Empörung, und dieses eben sich attackiert fühlen von etwas, was sie gar nicht betrifft, ist natürlich schon ein Merkmal der White Fragility, insofern als dass eben alles als Angriff gewertet wird und dann diese Opferhaltung zu einer Art Fragility führt. Mhm. Also genau, würde ich auf jeden Fall das richtige Schlagwort. Und dann hier noch ein Kommentar von Christian Schröter. Man könnte noch viel weiter ausholen und auf die Epistemologie des Fotos abstellen oder darauf, dass Fotos in der Presse oft nur einen Pseudokontext für Pseudoinformationen liefern. Mhm. Also ist wahrscheinlich ein bisschen sehr allgemein formuliert, oder würdest du dazu noch Stellung beziehen wollen? Ich weiß nicht, genau, da müsste man jetzt vielleicht genauer erfragen, was mit Pseudokontext und Pseudoinformation gemeint ist. Also weil, genau, also es gibt ja durchaus eine redliche Bemühung von den meisten, würde ich jetzt mal sagen, meisten seriösen Medien, die Bilder zu kontextualisieren und auch damit Informationen zu liefern. Aber ja. Ich glaube, auch das ist eben die Gefahr. Man darf natürlich nicht alles als Pseudo sehen, weil genau das ist ja eben das Ding. Bilder sind natürlich auch ein Stück weit, eben haben eine Lebensrealität, aber natürlich formen sie damit auch unsere soziale Wirklichkeit. Aber man darf natürlich nicht davon ausgehen, dass alles gefaked ist. Und das, finde ich, ist auch noch eine Abschlussfrage von Roland Nachtigeller. Glauben Sie, dass es heute überhaupt noch nicht trügische Bilder in der Presse gibt? Naja, ich meine, ich würde sagen, insofern, als dass, also
Ob es heute die noch gibt, ist natürlich eine sehr spezifische Frage, weil das heißt, dass es die früher mal gab. Ne? Und ich würde sagen, entweder man kann sagen, Nachrichtenbilder waren immer trügerisch auf eine Art, insofern als dass Bilder immer trügerisch sind irgendwie oder sein können oder eben nicht eins zu eins als Dokumente gewertet werden können. Und auf der anderen Seite, also ich glaube, das, was sie sozusagen trügerisch macht oder was ich versucht habe herauszustellen in meinem Vortrag, ist, dass eben, ich glaube, die Entkontextualisierung, die findet ja erst später statt. Also die findet ja nicht sofort, also ist ja nicht so, als würde ein Pressefotograf dann seine Bilder einfach ins Internet stellen und dann strahlen die von dort aus los, sondern meistens kann man ja schon zurückverfolgen zu einer Stelle, in der sie kontextualisiert werden. Und wie gesagt, ich glaube, die meisten Journalisten bemühen sich redlich. Ich glaube auch, dass manchmal macht einfach auch erst der beiliegende Kontext beziehungsweise der Text das Bild zu einem trügerischen Bild und gar nicht die fotografische Absicht war. Ne? Sondern ja, im Prinzip stellt ja der Fotograf nicht selbst sein Bild in diesen Kontext. Genau, ja, und ich meine, genau, also oder eben die bei so frechen Leuten wie den Fox-Leuten dann halt die Collage macht es trügerisch oder die Bildunterschrift oder auch bei Facebook sieht man das oft, dass dann so Bilder gepostet werden, halt falsch datiert werden oder einem anderen Ereignis zugeordnet werden oder so. Ich erinnere mich noch, was war das? Die Silvesternacht in Köln, da gab es danach ein Video, das geteilt wurde, das irgendwie vom Tahirs Platz von 3 Jahre vorher war oder so. Und das war so ein frühes Beispiel, deswegen erinnere ich mich da noch dran, weil das eben nicht sehr sophisticated war. Aber es hat trotzdem funktioniert. Aber das ist genau das Ähnliche gab es jetzt ja zum Beispiel auch vom Kapitol, dass immer wieder dieses eine Bild auftauchte von der Black Lives Matter Bewegung, wo gesagt wurde, die Polizei war so brutal gegenüber der Black Lives Matter Bewegung, was sie natürlich auch war, aber im Prinzip tauchten in diesem Kontext vollkommen falsche Bilder auf, die immer suggerierten, dass es auch vor dem Kapitol wäre und weil die gar nicht mehr so richtig entschlüsselbar war. Wir können ja einmal auf die Umfrage schauen. Ja. Holly, magst du einmal die Ergebnisse einblenden? Also, bei der ersten Frage, nehmen Sie eine Nachricht ohne Bild als wichtige Meldung wahr? Sagen sogar 71% ja zumeist schon und nur 29% nein eher nicht. Hättest du das so erwartet? Ja, weiß ich nicht. Ich habe auch selber gar keine Meinung dazu. Ich habe dann auch so drüber nachgedacht, was ich dazu sagen würde. Ich musste bei der Frage halt immer daran denken, dass man jetzt ja mittlerweile auch einfach viel in Bildern konsumiert. Also gerade weil man sich auch immer mehr Nachrichten im Rahmen von Stories anschauen kann. Zum Beispiel auf Instagram. Und man natürlich sich so daran gewöhnt, dass etwas in so einer bildlichen Erzählgeschichte verpackt wird. Das macht es natürlich irgendwie attraktiver. Die zweite Frage war, sprechen Sie Nachrichtenbildern eher eine informative oder eine ästhetische Funktion zu? 71% sagen informativ und 29% ästhetisch. Das überrascht vielleicht erstmal nicht, oder? Was sagst du? Nee, das ist ja auch eigentlich der Sinn. Also. Ja. Als dritten Punkt, nehmen Sie sich die Zeit, Nachrichtenbilder genau anzuschauen und aussagekräftige Details zu erschließen. So detailliert wie du wahrscheinlich nicht, aber immerhin sagen 45% ja meistens schon und 55% nein eher selten. Und hast du noch was, an was arbeitest du jetzt als nächstes? Bleibst du erstmal, bist du weiterhin für die Kolumne tätig wahrscheinlich, oder? Und wir können uns auf den nächsten Bericht freuen. Ja, genau. Shakespeare. Ja, also es gibt auch die Idee, das vielleicht als Buch zu machen, als Kolumnenbuch. Dann arbeite ich gerade an meinem zweiten Roman, der nächstes Jahr beim Hansa Verlag erscheint. Und außerdem arbeite ich gerade an einem Newsletter, der monatlich erscheinen soll, ich habe ja auch mal ein Magazin gemacht und der soll so ein bisschen in die Richtung gehen, also durchaus mit Kollaboration mit anderen Autoren und ansonsten über Leute, die ich gut finde, über Texte, die ich interessant finde.
Der wird Konsum heißen. Ja, und weil ich weiß nicht, vielleicht ist ja jetzt schon jemand da, der subscriben will. Das ist konsum.substack.com. Das kann das jetzt leider nicht irgendwo reinposten, diesen Link. Aber man kann mir auch auf Instagram folgen, da werde ich es auf jeden Fall auch nochmal ankündigen, weil bis jetzt ist da jetzt noch nicht viel. Und der erste wird wahrscheinlich auch erst nächsten Monat rausgehen, der erste Newsletter. Genau. Oh, dann vielen Dank, dann freuen wir uns auf jeden Fall auf dem Weg, mehr von dir zu hören. Und danke dir nochmal für den Vortrag und für diese super Einblicke. Und einen schönen Abend noch, auch an alle Zuhörerinnen natürlich. Und wir haben uns sehr gefreut, dass Sie dabei waren. Auf bald. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.